Bei mir habe ich den Franz von der Baldauer. Franz, kurz vor dem Auftritt hier auf der Seebühne in Bregenz. Wahnsinnskulisse. Jedes Jahr ein Erlebnis. Sie war schon jetzt x-mal dabei und ich darf es heute das dritte Mal moderieren. Es ist eine spezielle Herausforderung, aber eine unglaublich schöne Aufgabe, weil ich meine Kollegen, die ich sehr schätze, so wie ich es empfinde, ins Rampenlicht setzen darf. Meistens ist das Publikum überragend. Heute passt das Wetter dazu, also ich erwarte mir sehr viel. Und ja, es gibt ja nur ein Ziel, wir wollen ja nur erreichen allesamt, dass das Publikum glücklich und zufrieden nach Hause geht. Und ganz heiß wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht. Also, ja. Da braucht es fast Sonnenschutz, oder? Fast, ja, fast. Also ich glaube, die Gäste lieben das. Die waren ja schon bei jeder Witterung da, haben durchgehalten. Das Publikum hier in Bregenz ist ein außergewöhnliches, was das Durchhalten angeht. Bei strömenden Regen haben sie durchgehalten und haben nicht aufgegeben. Und deshalb glaube ich, heute dürften wir einen neuen Rekord erwarten, was die Stimmung angeht. Was bringt ihr denn jetzt heute? Ja, ich lasse das immer wirken, wenn ich auf die Bühne gehe. Wir bringen bei 5 Liedern ist es natürlich schwer, aus 500 eigenen das Richtige auszuwählen. Auf jeden Fall werden wir unsere Schweizer Freunde ein bisschen was zurückgeben, weil die haben ja einige Hits, die haben die Verantwortung dafür, dass es zum Beispiel Tanz mit mir Corinna überhaupt gibt. Das ist in der Schweiz entstanden, dafür ist dieses Lied heute im Repertoire. Es ist das aktuellste drinnen, 3000 Jahre darf nicht fehlen. Und dann werden wir einen kleinen Beitrag bringen, wo wir die Schlagerschiene etwas verlassen, damit die Leute wissen, dass im Weihnachtskonzert auch andere Dinge stattfinden, dass unsere Auftritte immer dem Anlass entsprechend angepasst werden. Und das in kurzer Zeit zu verpacken, ist immer eine große Herausforderung. Ich hoffe, es gelingt uns heute. Am 14. August kommt ihr nach Wattwil. Ja. Wart ihr schon mal in Wattwil? Einmal waren wir schon in Wattwil. Das ist ein richtig schöner, gediegener Rahmen. Da kommen wir mit unserem Motto hautnah. Und da können wir alle Register ziehen, weil da stehen uns 3 Stunden zur Verfügung. Da können wir auf Wünsche vom Publikum eingehen. Das ist richtig spontan und schön. Und die Größenordnung, die lieben wir am meisten, weil da knistert so richtig schön. Man spürt das, wenn das Publikum ganz nah ist, dann sehen sie, wie bei uns live gearbeitet wird. Da entsteht immer ein anderes Feeling. Und deshalb auf Wattwil sind wir sehr gespannt. Frank, danke vielmals und alles Gute heute. Ich danke dir und ich sage, macht's mit eurem Sender so weiter. Ich und ich glaube, viele meiner Kollegen sind euch sehr dankbar, dass ihr euch immer wieder einsetzt für die deutschsprachige Musik. Ich bin überzeugt, ein Millionenpublikum ist euch dafür dankbar.